Es ist 7.30 Uhr. Schwester Margot Czata und ihre Kollegin beginnen ihren Arbeitstag in der Breslauer Sozialstation der Johanniter. Sie ist eine von über 10 Einrichtungen in Polen, die von der Schlesischen Genossenschaft des Johanniterordens unterstützt werden. Das Krankenpflegezimmer befindet sich gleich neben einer Schule für Behinderte. Bevor der Unterricht beginnt, kommen hilfsbedürftige Schüler in die Station, um zum Beispiel ihren Blutdruck oder Zuckerstand messen zu lassen. Um 8 Uhr beginnt die Schule. Bis dahin entscheiden wir, ob die Schüler zur Schule gehen können oder nicht. Daraufhin kümmern wir uns um andere Schüler und ältere Menschen. Je nachdem, welche Hilfe sie benötigen. Die Hilfe der Sozialstation ist sehr gefragt. Bis zu 40 Patienten pro Tag suchen das Krankenpflegezimmer auf. Die Schwestern behandeln Kopfschmerzen, Verletzungen oder chronische Krankheiten wie Diabetes. Auch akute Epilepsie oder Asthmaanfälle sind keine Seltenheit. In der Sozialstation der Johanniter helfen wir nicht nur Menschen mit Gesundheit, sondern auch mit Mentalproblemen. Kinder und Jugendliche mit leichter, mittlerer und schwerer geistiger Behinderung kommen hierher. Sehr oft brauchen sie keine medizinische Betreuung, sondern suchen Zuneigung und möchten umarmt und gestreichelt werden. Die medizinische Versorgung in Polen ist schwierig. Vor allem arme Menschen leiden darunter. Das Angebot der Breslauer Sozialstation ist daher für alle Patienten kostenlos und steht jedem Hilfsbedürftigen offen, unabhängig von der Konfession. Die evangelische Gemeinde in Breslau ist klein. Vor allem Katholiken nehmen daher das Angebot der Sozialstation in Anspruch. Wie die Stationen nicht mehr existieren, so wie jetzt, dann ein paar tausend Menschen werden ohne solche Hilfe sein. Wir haben keine richtigen Sozialgesetze. Ja? Und darum wir selbst können nicht mit Hilfe der Stadt oder Kommune solche Station führen. Für die Menschen ist es eine Erleichterung, dass wir sie hier unterstützen, weil sie ansonsten anderswo Hilfe suchen müssten, wie zum Beispiel beim Nachbarn oder anderen Personen. Sicherlich würde ihnen auf diese Weise keine fachliche Hilfe zugutekommen. Prinzipiell stellt der Staat Sozialschwestern. Diese sind jedoch so überlastet, dass nicht alle Patienten genügend versorgt werden. Besonders alte Menschen, die das Bett nicht mehr verlassen können, benötigen mehrmals in der Woche medizinische Hilfe zu Hause. Auch hier bietet die Sozialstation der Johanniter den Kranken Unterstützung und Langzeitpflege. Wir besuchen die Patienten 2 oder 3 Mal pro Woche. Der bettlägerigen Person wird nicht nur bei Druckgeschwüren geholfen und Spritzen gegeben, sondern auch beim Toilettengang oder beim Medikamentenkauf. Ein weiteres Angebot, besonders für arme Menschen, ist die Verleihtätigkeit der Station. Es werden Krücken, Rollstühle, Krankenbetten und andere medizinische Hilfsgeräte verliehen. Darüber hinaus werden Arzneimittel finanziert. Wir haben die Möglichkeit, Medikamente zu kaufen, sowie Windeln für alte Menschen und Verbände. Dank der Finanzierung der Johanniter können wir den Patienten helfen. Seit 1996 wird die Breslauer Sozialstation von der Schlesischen Genossenschaft des Johanniterordens finanziell unterstützt. Sie bezahlen neben den Medikamenten auch die Ausrüstung, die Gehälter der Schwestern und die Fahrtkosten für die Hausbesuche. Zunächst klein angefangen befand sich die Station im Gemeindehaus. Dann wurde das Evangelische Zentrum für Diakonie und Bildung gegründet und das Krankenpflegezimmer dorthin verlegt. Die behinderten Schüler und andere Hilfsbedürftige vor Ort können so direkt behandelt werden. Gerard besucht seit 2 Jahren die Buchbinderklasse im Behindertenzentrum. Auf seinen Rollstuhl angewiesen, ist er froh darüber, die Sozialstation in seiner Nähe zu haben.
Unsere Krankenschwestern sind toll. Wir gehen immer zu ihnen, wenn wir etwas brauchen. Sie helfen uns in schwierigen Situationen, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Wunden oder etwas anderes haben. Schwester Malgorzata ist es ein inneres Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen. Deshalb liebt sie ihre Arbeit. Das Schicksal einer Schülerin hat sie besonders bewegt. Bei einem Unfall verletzte sich das Mädchen so stark, dass selbst der Umgang mit dem Rollstuhl schwierig war. Ich lehrte sie, sich selbst auf den Rollstuhl zu setzen und sich mit ihm zu bewegen. Auch ihre Sachen zu waschen brachte ich ihr bei. Ich habe sie nicht nur einmal motiviert, ja, ich musste sogar mit ihr schimpfen. Sie hat schließlich die technische Schule absolviert und auch ihr Abitur gemacht. Sie studiert jetzt, bleibt mit mir im Kontakt und erzählt mir über ihr Leben. Es ist für mich eine Freude, dass meine Arbeit nicht umsonst war. Das Mädchen ist jetzt in der Lage, sich zusammenzureißen, ihr Leben zu bewältigen und es auch zu genießen. Zabrać do życia i cieszy się z życia, pomimo tego, że z osoby chodzącej znalazła się na wózku.